Was geht euch durch den Kopf? Bleibt auf dem Boden! Hallo! Bleib sauber. Ich muss näher heran. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich bin außer Reichweite. Zu weit entfernt. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Grüße. Man sieht sich.
Wie geht's? Mögen eure Reisen sicher sein. Was kann ich für euch tun? Mögen eure Reisen sicher sein. Hallo. Seid auf der Hut. Grüße. Bleibt auf dem Boden! Ah!
Ich muss näher heran. Ich bin außer Reichweite. Ich habe kein Ziel. Zu weit entfernt. Ich muss näher heran. Zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher heran. Ich bin außer Reichweite. Zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher heran. Zu weit entfernt. Ich muss näher heran. Ich bin außer Reichweite. Weit entfernt. Nein!
muss zuerst etwas anvisieren. So, da bin ich wieder. Was da jetzt genau los war, ich kann es leider nicht so wirklich sagen, aber es ist sehr verwirrend, muss ich sagen. Weil eigentlich war ich ja gerade bei zwei Mobs dran zum kaputtmachen, aber irgendwie, ja. Die wollten irgendwie nicht sterben oder so. Keine Ahnung, was da jetzt los war, weil im Internet lag es eigentlich nicht. Das hatte ich da ganz normale Verbindung. Aber gut, ja, ich bin stehen geblieben bei der Namensgebung, dass ich auf Melanzani gekommen bin, wo ich mir gedacht habe, ja, der Name oder dieses Wort klingt eigentlich voll cool und passt eigentlich voll zu den Zandalari-Trollen, finde ich halt. Und ja, bei der Erklärung war ich genau, Melanzani, wer es nicht kennt, das sind Auberginen, beziehungsweise ist es die Bezeichnung der Auberginen. Okay, da habe ich auch schon alle. Dann muss ich darüber und diese komischen Dings sammeln. Und Auberginen heißen hier in Österreich, oder werden hier in Österreich auch Melanzani genannt. Beziehungsweise heißen sie in Italien Melanzani. Ja. Und, ja, damit mein Charakter jetzt nicht unbedingt Aubergine an sich heißt, was ist da jetzt los? Aha, das ist sehr flach, das Wasser, okay. Also Auberginen-Jars habe ich einfach aus dem M einen anderen Buchstaben genommen. Und ja, so habe ich meinen Namen jetzt dann kreiert für meinen Zandalari-Troll. Ich habe da selber eigentlich ziemlich drüber lachen müssen. Der ein oder andere vielleicht nicht. Aber es kennen sicher einige... Au! Lass mich in Ruhe. Es kennen sicher einige das Problem, wenn man jetzt seine Charaktere nicht alle gleich benennen will, mit irgendwelchen Sonderzeichen oder keine Ahnung, dass man halt ziemliche Namensgebungsschwierigkeiten hat schon. Ich bin eh gespannt, wie das Ganze eigentlich ablaufen soll, wird, wenn dann Blizzard mal den Classic-Server online stellt. Na gut. Also, Dreschen bringt Glück. Sind sie fleischig? Schauen wir mal. Herrlich. Die kann man bestimmt gut braten und dem Lager bleibt eine Woche Pilzkekse erspart. Bäh, Pilzkekse, wie eklig. Moosbuschbeeren. Wir haben genügend Vorräte, aber wir benötigen Arzneien. Das halbe Lager hat einen gewaltigen Kater und ein Heilmittel wäre jetzt angebracht. Zum Glück kenne ich ein gutes Hausmittel, das mir von meiner lieben alten Mutter beigebracht wurde. Wir brauchen nur ein paar hiesige Zutaten. Seid so gut und sammelt für mich ein paar Beeren von Moosbüschen. Sie wachsen hauptsächlich am Wasser, im Schatten, also schaut entlang der Küste und in der Nähe anderer Pflanzen. Okay, das machen wir dann. Was geht euch durch den Kopf? Ablagerungen, mein Lieber. Genau, das lasst mal... dann lasst mal das Sediment sehen. Hier, habe ich eingesammelt. Ah ja, die gute Nachricht ist, sie sind perfekt. Die schlechte Nachricht ist, dass ich sogar betrunken, wie ich bin, erkenne, dass ihre Farbe nicht dem Mutterboden hier entspricht. Das bedeutet, dass es nicht gut für diese Gegend aussieht, Lucretia. Aber wir müssen noch mehr Tests durchführen, bevor wir das Handtuch werfen. Okay. Was? Nivellierarbeiten. Aha, okay. Also gut, ihr müsst mir helfen, mein Nivelliergerät zu finden. Was guckt ihr so komisch? Richtig, ich sagte, mein Nivelliergerät, das ist ein wichtiges Vermessungsinstrument.
Ich habe mir den Namen nicht ausgedacht, okay? Geht und schaut es nach. Ich habe es nur kurz auf einem Felsen liegen lassen und einer dieser... Und... furchtbaren Schlammlinge hat es verschlungen. Die kriechen überall hier herum, aber einer von ihnen müsste es noch in sich haben. Aha, okay, ja, dann wollen wir das natürlich gleich mal beheben, dass der das nicht mehr in sich trägt. Die Frage ist halt nur, wie lange wir dafür brauchen werden, ja? So, Grüße die Füße. Kämpft gegen die Flut. Wer hätte das gedacht? Es gibt tatsächlich jemanden hier, der Magni keine Schande macht. Sein armes Herz aus Kies sei gesegnet. Aha, okay. Ja, wenn du das so betrachten möchtest, dann betrachte es so. Allein dafür bekommt ihr den ersten Schluck von dem Bier, meine Liebe. Aber lasst euch das nicht zu Kopfe steigen. Wir haben noch viel mehr verfluchte Arbeit zu tun und ich werde nicht dulden, dass ihr vorzeitig schlapp macht. Aha, okay. Na dann... Trunkgeld Finsterblick. Ja, der schaut wirklich finster. Der Dunkeleisenclan hier führt nichts Gutes im Schilde und wenn euch das überrascht, seid ihr noch dämlicher als die Papiertiger da in dem Zelt. Muradin kann ja diesen rußgeschwärzten Schwachköpfen in Eisenschmiede gegenüber Lippenbekenntnisse ablegen, aber hier draußen zählen die nichts. Letzte Nacht gab es einen Überfall auf das Lager und ein Überfall ist einer zu viel. Ihr Anführer ist ein stämmiger Kerl mit Namen Finsterblick und er versteckt sich in der Höhle am südlichen Ufer des Flusses. Bringt mir Finsterblicks Bart als Beweis, dass er keine Bedrohung mehr für uns und die Eisenschmiede darstellt. Man sieht sich. Okay, also dafür, dass die Dunkeleisenzwerge eigentlich dann bald Verbündete werden, läuft das Ganze hier ziemlich, wie soll ich sagen, brutal? Naja. Gut, also machen wir erstmal die Schlammlinge. Bam, bam, bam. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja, 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 ja. So, kriege ich da hoffentlich immer... Ja, mehr als einen Bären, passt. Hat er auch sowas? Nee, was ist so? Enttarnung. Genau, wir wollen jetzt hier... Au. Ich muss näher heran. Ich muss näher heran. So, dann wollen wir hier jetzt wieder ein bisschen Schaden machen. Bam! Oh, fuck. Aboi. Der hatte das nicht. Wieso hatte der das nicht? Muss ich da jetzt alle töten? Ist das euer Ernst? Giftspritzer. Ich bin außer Reichweite. Das gefällt mir gar nicht. Oh, okay. Udo habe ich also noch nicht eingestellt. Ist aber auch eigentlich egal erstmal. Oh, zwei Level up. In einer Folge. Wieso schaffe ich das eigentlich immer wieder mit Lucretia, aber mit Zanara nie? Das verstehe ich nicht so ganz. Ich brauche ein Ziel. Oh, was haben wir denn da bekommen? Ein Bogen. Hm. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Ich habe kein Ziel. So, es wäre halt schön zu wissen, ob man da jetzt bald mal dieses... komische Gerät, was der da haben will, auch bekommt, ja? Hm. Toll, eine Beere. Eine einzige Beere. Na gut, schneller kaputt machen tut sie die Dinger schon. Das ist halt der Vorteil beim Mili. Der macht irgendwie mal Schaden. Ich bin außer Reichweite.
So. Jetzt hoffe ich da mal, dass wir hier einen drin haben. Ja, wir haben es gefunden. Gut, dann werde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann sage ich erstmal ciao, ciao und noch einen schönen Abend. Baba.